Go Tonic Click. Jetzt zeige ich euch einen Server, auf dem ich in der nächsten Zeit sein werde. Der Server heißt Creepers Funhouse und hier sind wir im Spawn. Aber das ist nur, wenn man das erste Mal auf den Server kommt, ist man irgendwo da oben. Und der Maxi, der ist besonders lustig, denn er hat keinen Namen. Und dann haben die Server-Admins ihn Maxi genannt, weil er gesagt hat, er will Maxi heißen. Also, das erste Mal, wenn man auf den Server kommt, ist man irgendwo da oben, dann muss man schauen, dass man da oben kommt. Dann kann man ja mal das durchlesen. Hier ist das Forum. Es ist ein englischer Server. Nein, es ist eigentlich ein deutscher Server, auf dem man Englisch spricht. Oder wenn keiner da ist, der nur Englisch spricht, dann kann man auf Deutsch sprechen. Also schreiben. Aber es ist eigentlich sowieso egal. So, das ist das Team. Der Murderous Frog, Stoned Llama und der Yes We Can sind meine Schulkollegen. Und die anderen zwei kenne ich noch nicht. Also kenne ich nicht. Und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen den Server und an welchem Projekt ich arbeite. So, hier kommt das Haus. Ist jetzt zu. Also jetzt kommt man nicht rein. Da jetzt kommt man zur Pyramide, die noch nicht fertig ist. Also lohnt es sich nicht, da umzugehen. Dann da sind die englischen Regeln und da ist die Mining Area. Ist auch nicht so spektakulär. Hier geht es zum Nether. Dann kann man hier ist der Nether Shop. Dann kann man hier so Minecraft, also hier gibt es solche Shops. Da muss man einfach nur da rausziehen oder was reinziehen und dann verkauft man was. Was halt da für den Shop gerade ist, also man kann nicht beim Shop was nur Diamanten, Eisen, Gold und so als Dreck einnehmen, das geht natürlich nicht. Und hier gibt es einen Blockshop, da kann man solche Sachen kaufen. Und Kohle, die brauche ich. Kohle ist ganz wichtig, wenn es funktioniert. Ja, es hat funktioniert. So. Denn ich habe keine Kohle mehr oder fast keine oder ich weiß nicht mehr genau. So. Hier. Wenn ihr auf den Server kommt und es ist noch was frei, also es ist der Platz noch frei, das war der Grund 1, dann könnt ihr euch gleich da was hinbauen, aber nicht gleich, denn ihr müsst zuerst freigeschalten werden, denn zuerst seid ihr nur Gäste. Hier sind die Juwelen, also sowas. Und am Anfang habt ihr 100 Coins. Dann hier kann man es in die Monster einschalten und hier kann man also sich Kuchen kaufen. Was ist das Krankenhaus? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Oh. Das ist leer. Ja, hier kann man was. Kuchen und sonst irgendein Zeugs kaufen. Oder wenn man es nachher, wenn man es nicht mehr braucht, hat man es halt daheim. Aber am Anfang kann man sich was kaufen, wenn man möchte, denn Creeper sind hier sehr gefragt, oder die Zombies, die laufen die ganze Zeit danach. Oder hier können die ziemlich oft Skelette angreifen und überfallen. Dann hier ist das Minecart-System. Hier. Da geht es also zum Marktplatz, also zur Arena. Die Arena ist noch nicht fertig. Deswegen hat das nicht viel Sinn. Da muss man einfach drauf drücken, aber zuerst zeige ich euch noch, bevor ich umfahre. Da ist der Spawn. Also da oben ist beim ersten Mal irgendwo und das ist dann der Spawn, wo man nachher sich hin teleportieren kann. Mit Slash Spawn. Dann. Das ist irgendein Adminhaus. Ich weiß zwar nicht von wem jetzt genau. Dann das ist das vom Stoned Llama. Und hier gibt es noch so ein Wolkenpalazzo, könnte man fast sagen, wie bei Gronkh.
Und ja, jetzt fahren wir einfach mal. Wenn er mein Katar ist, sonst muss ich mich rüber teleportieren. Ja, es ist kein Star. Oder wir gehen einfach die Strecke. Wir gehen einfach. So, hier, das ist das Gefängnis. Ja, hier gibt es auch ein Gefängnis. Also, aha, da hat er versucht auszubrechen. Da hinten sind die Gefängniszellen. Die sind so 2x2, also in diesem Bereich. Und du kannst dich nicht heraus teleportieren, glaube ich. Zumindest. Ich war noch nicht drinnen. Hier kann man sich raus teleportieren. Also nicht raus teleportieren. Hier kommt man rein, wenn man irgendwas gestohlen hat, irgendwann umgebracht hat. Also getötet hat, wenn man nicht soll, oder wenn man Admin, zum Beispiel ich habe einmal beim Admin etwas ausgeborgt und deswegen bin ich fast ins Gefängnis gekommen. Hier sind auch normalerweise Shops, also hier können Shops entstehen, ich weiß nicht, ob man das genau will. So, mit die Shops kenne ich mich nicht so wirklich noch nicht so aus. Normal war, ja, hier ist noch ein Deep Blue, das ist ein Moderator seins. Das ist ein Schwede. So viel ich weiß. Und diese Kohle. Und das. Und das. Das brauche ich alles für mein Projekt. Mann, das ist unfair. Ich weiß nicht, warum es manchmal nicht funktioniert, aber. Ja. Dann haben wir hier noch Bücher. Hier hinten ist die Bibliothek. Und es ist eigentlich immer ziemlich lustig auf dem Server. Weil es ist zwar nicht wirklich ein großer Server, aber gerade das ist ja das Lustige dran, dass es kein Mega-Server ist. Und das ist eine richtige Abwechslung zu Minecraft. So, dann. Da gehen wir dann hin? Ja, weiter einfach. Einfach diese Richtung. So, jetzt sind wir bei den Big Grounds. Denn diese Grundstücke sind ein bisschen größer als die anderen. Aber mein Grundstück ist mir groß genug, was ich habe, und das reicht völlig. Hier, das ist, glaube ich, ein Zwerge sein Haus. Ein Zwerge, von dem muss man sich in Acht nehmen. Wenn es ein Zwerge, ich glaube ich doch, ich glaube, es ist ein Zwerge sein Haus. Nein, das ist nur ein Zwerge sein Haus. Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Egal, trotzdem, vom Zwergi, wenn ihr den seht, muss man sich in Acht nehmen, denn er hat schon mehrere Grundstücke abgebrannt. Zwei waren aus Versehen, eins war beabsichtigt. Und ja, dann hat er noch ziemlich viele Leute getötet. Aber er ist trotzdem nur ich. Ich weiß nicht, dass er also irgendwann noch ins Gefängnis gekommen ist. Warum? Weiß ich nicht. Also das da hinten, das war, glaube ich, mal sein. Und habe ich die Karten? Nein. Egal. So, und jetzt da kommen wir zu meinem Projekt, was ich in der nächsten Zeit arbeite. Und zwar an das Ding da. Ich habe gesagt, mir ist langweilig, weil mein Haus schon fertig ist. Und wer war das? Wer hat das getan? Oh, jetzt muss ich ausbessern. Nein. Oh. Ungut. Sehr ungut. Kann ich das?
Warum bin ich jetzt ruhig? Es ist normalerweise, kann das nur ein Admin gewesen sein? Denn, warum fahre ich jetzt noch? Ach. Denn es ist alles geschützt. Und also auf jeden Fall, das wird einmal ein Kino. Hier sehen wir schon die Kassen. Kassen? Was? Nee, Kassen. Und hier war. Ist der Schalter? Ja. Auf jeden Fall mit dem Schalter hat man dann die Falltüren hier auf und zu machen können. Dass ich noch einbauen muss. Als wieder einbauen muss. Hier hinten ist ein Creeper explodiert. Schon wieder. Dann hier geht's zum WC. Ja, hier. Da habe ich, also man kann sich das alles anschauen und hier ist ja klar mit Spülung, also wenn man drauf drückt, jetzt zu und es spült alles weg. Und wenn man die Tür zumacht, dann leuchtet das Licht. Das heißt, besetzt ist. Und dann gibt es die hinten noch. Das ganz gleiche, nur sind hier halt überall drinnen die Sprüche. Ja, nichts Besonderes noch. Dann habe ich angefangen, den ersten Kinosaal zu machen. Der ist dahinter, also der wird da hinten. Hier mit, ich weiß nicht, 25 Sitzplätze rauf. Das wäre dann irgendwo bis dahin. Das da hinten kommt weg, das war nur probehalber. Das Kino, also die Leinwand wird ungefähr so hoch, dann so um irgendwie. Und was auf jeden Fall kommt, ist, dass ich dann zentral, ja, zentral hier, also man kann einen zentralen Punkt, dann schalte ich den Schalter, nein, dann aktiviere ich den Schalter und dann blinkt's. Dass es zum Beispiel eingeht, so, also zum Kino, wie es halt so ist. Ja, das an dem werde ich, da werde ich öfters sein und weiterbauen. Deswegen brauche ich auch die ganze Kohle wegen dem Stein. Und jetzt zeige ich euch noch mein Zuhause.